Fatboy. Ja, kannst ja keinen Schwanz anhören, Alter, die Kacke. Miss you, bro. There go that boy, yeah, he used to be my homie. He doesn't come around these days, I'm feeling kinda lonely. Was it something that I said? I don't get it. He spends his nights on 4chan and his mornings up on Reddit. Can't take it personal when he's on the go. Unicycle vertical, rolling out the dough. Still got the photo on my fridge from graduation. Pollywogs and cap and gown, you were my inspiration. I guess the metamorphosis had to happen. The fans all needed you. On YouTube, they be clapping. When they see you rolling up, classic CGI. Proud of my little bro, just know I saw that light inside. You looked up to me back when we were tadpoles. But now you won't return my calls, I'm getting kinda sad, bro. You left the lily pad, I know you had to go. But it hurt you never visit, and it hurt you never wrote. There go that boy, I hope you know. Your friends and family love you, it's time that you came home. There go that boy, you're always on the go. The lily pad is waiting, bring that unicycle home. There go that boy, I hope you know. Your friends and family love you, it's time that you came home. There go that boy, you're always on the go. The lily pad is waiting, bring that unicycle home. Look, I was just a tadpole, chilling in the lily pad. I was living really fast and I had to go and double up the cash flow. Traded up the unicycle for a Lambo. Now I'm riding with the team, money piling from the meme. Now I'm shining on the screen. I turn into a giant on the scene. No DDP, but check the diamonds in the ring. That boy bragging about the jewelry. Sorry if I'm flashy, but the fashion kinda new to me. I'm killing every other meme brutally. And truthfully, compassion for the family, what it used to be. Look, Peppy taught me everything. Like how to make it to the top of every Reddit page. I started from the swamp and now I'm hella paid. Just bought a new loft in the Everglades. There go that boy, I hope you know. Your friends and family love you, it's time that you came home. There go that boy, you're always on the go. The lily pad is waiting, bring that unicycle home. There go that boy, I hope you know. Your friends and family love you, it's time that you came home. There go that boy, you're always on the go. The lily pad is waiting, bring that unicycle home. Guess you resented me when I got famous. Blowing up on Tumblr, the response was so insane. It always made you jealous every time you saw my face. On Nikki's Instagram, I saw you turn a greener shade. Hey, but I always wrote you back. I came home every Christmas on those fireflies with snacks. Sitting by the pond, you wouldn't even look my way. Just know that Pepe's here for you, that love will never change. You used to be the biggest on the scene, and I was jealous you were living up the dream. And Pops never did enough for me, cause he got a little buzz just for sipping on his tea. I know we both really need improvement. We were so close back when we were two kids. Still got love, that's what the truth is. So I'ma pop up at the family reunion. There go that boy, I hope you know. Your friends and family love you, it's time that you came home. There go that boy, you're always on the go. The lily pad is waiting, bring that unicycle home. There go that boy, I hope you know. Your friends and family love you, it's time that you came home. There go that boy, you're always on the go. The lily pad is waiting, bring that unicycle home. Läuft noch ungefähr 30 Sekunden aus. Warum auch immer, Alter. Hallo, kann man mich hören? Mahlzeit! Ukulu! Aua! Ah, nix. Moment. Was hat denn hier? Machen wir einfach den kurz hier an. Ukulu! Was geht ab? Ihr wunderschönen Menschen. Ich liebe euch. Komm, wir machen Gruppenkuscheln. Geil. Das stimmt allerdings, wenn ich recht. Motherboard, genau, ja. Besser ein Tag oder zwei Tage Deutschland als wieder ein Jahr, ne? Meine kleinen lieben Ärgerer. Mein Gott, das musste ich mir schon wieder durchlesen bei Twitter und überall. Oh, verfickte Kacke. Aua. Ich habe übrigens einen Nerv eingeklemmt im Nacken. Und den rechten Schulter und ich kann den rechten Arm kaum bewegen. Boah, ich hab keinen Bock. Wenn ich auf den rechten Monitor gucke, ist ganz unangenehm. Muss ich mit Auge jetzt so hinschielen. Küss mich. Küsschen. Oh, Jazz. Ah, wir machen Twitter-Beef. Nein, Mann.
Ich will mit dir gar nichts zu tun haben auf Twitter. Und mit deinen komischen Posts, die du... Mein Gott, Bruder, Alter. Ich hab das Video davor schon gesehen, bevor du das getwittert hast. Ich will das hier auch gar nicht public machen, ne? Sid, Alter, oh mein Gott. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Stream Elements hat für 15 Sekunden den Timer versetzt. Ruhe. Hier wird nichts getwittert, gelinkt, Junge. Lass dir von mir mal Nackenmassage. Ich habe eine Nackenmassage bekommen, aber auch mit Franzbrandwein und so. Und Voltaren, Alter, hilft gar nichts. Heute ist ein bisschen besser, aber scheiß drauf. Oh. Geht's um das, was Denver kommentiert hat? Ja, genau, um den Scheiß. Was ist das für Bot? Ich lieg den, mach doch. Heute treffen in Shadowlands, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber eher nicht. 95% von den Leuten, die hier zugucken, interessieren sich hier nicht für WoW. Nee, ich glaube nicht. Da hätte ich jetzt den ganzen Tag dodgen müssen und heute Abend online gehen können. Kommen müssen. Aber wir zocken Permis heute. Muss ja mal weiter vorangebracht werden, da die komische Story, die am Laufen ist. Tag, Ali, merhaba. Komitee 2, nein, Bruder. Hält der PC nicht aus. Doch ich, was denn Biest? Was du? Ach so, ja, es gibt so ein paar, die es für WoW interessieren. Uff, Lemon. Oh, wir haben übrigens 97.000 Follower erreicht gerade eben. 3.000 to go, dann 100.000. Gerade eben, in dem Moment, Alter. Das ist hier, das gefällt mir. Boah, wir wären schon längst über die 100.000 drüber, hätte ich einen ja nicht gedutscht, ne? Hallo Paradox. Die gute alte 2008 Medienzeit. Ich hab das Spiel nie gezockt, Mann. Wie hieß denn nochmal die Taubstimme, die ab und an hier im Chat ist? Das ist die Dragon Girl, die Lucy. Bin nur wegen Milo hier. Küss die doch. Heute 100.000, ne, schaffen wir nicht. Ich glaube, ich mach so 50. Wallah, du hast dich verändert. 40, 50, 60 Follower am Tag, so. Jeder, wenn ich aktiv bin. Meine Zeiten sind vorbei. Ich bin schon OG, Alter. Mittlerweile 3 Jahre. Schnell die Zeit vergeht, Alter. Und Schattenbind, zu dem, was du geschrieben hast im Discord, ne? Hey, ausgerechnet heute Deutsch, wo Dogger so spannend ist und ich bin mal gespannt, was passiert ist in den Tagen. Ich hab nicht gezockt. Ich hab Samstag versucht zu zocken, selber für mich, mittags, meine Games so, weil ich zock. Ich will jetzt kein Placement hier Ding machen. Und dann ging gar nichts. Ich war einmal kurz im RP und der Nick hat den Schlüssel. Jetzt zu dem, was im RP passiert ist, Samstag. Das war so eine halbe Stunde, ich war so eine halbe Stunde ungefähr drin. Können auch 40 Minuten gewesen sein, ist doch egal. Der Nick hat den Schlüssel besorgt. Den anderen Schlüssel für das Krankenhaus noch, für den Waffendealer. Ich habe den Schlüssel abgegeben. Habe durch Cody die Info bekommen, dass wir bis zum 5.12. eine Liste fertig machen sollen mit den Dingen, die wir haben wollen. Weil der Waffendealer wohl im Real-Life Sachen zu tun hat. Also, das wurde nicht im RP gesagt, aber der ist erst am 5.12. wieder da. Fertig, so das war's. Das ist alles, was im RP gelaufen ist jetzt. In den 2 Tagen Dodge. Aua. Ja, ist auch spannend, ja, aber ich. RP ist sowieso Freestyle. Ich weiß ja selber nicht, was passiert. Kann auch sein, dass das nicht mehr so spannend wird. Keine Ahnung, ich reagiere darauf, was passiert. Mal gucken. So, lasst mich runterscrollen kurz wieder. Otto von Kessel, danke schön für 100 Bits. Ich habe mich nicht verändert, Bruder. Der Jan Rox, danke für den Prime am 27. Jazz, danke schön für den Prime am 33. Windows aktivieren, sag ich gleich auch was zu, Junge. Das für ein verkackter Monat, Alter. Ohne Witz. Chris Tetz, danke für den Re7.26. Nick, danke schön für den Gifted Sub an, ich glaube, an Prinz war das. Der ist am Heiraten, der Waffenschmuggler, hat Teil gemeint. Also, dann hat er ja allen Grund, nicht im RP zu kommen. So, da, wie gesagt, da ist halt nicht viel passiert mehr. New Luck, danke für den Prime 22. Hihi. Finonella, danke für den Resub im 3. Vocal, danke für den Prime im 14. Why So Serious, danke für den Prime 22. Ich gebe einen aus, dankeschön. Repacts, danke für den Resub im 3. Jazz, dankeschön für den Gifted an Zit, den alten Fußnagel. Fostock, danke für den Prime 10. Feus, danke für den Resub im 20. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, um es besser werden, wenn es besser werden soll. Okay? Das poste ich mal eben kurz auf Facebook. Das ist nämlich ein weiser Spruch. Haki, danke für den Prime im 19. SVOP, danke für den Prime im 2.
Tippi, danke für den Prime ebenfalls im zweiten. Scheiß Krimineller, trink Schokoshake. Aua. Ich bin nicht kriminell. Du lügst. Bruder, ich hab kein Facebook, Alter. Mr. Heftig Lemon, vielen lieben Dank für die 5 Gifted Subs. Ich hoffe, die Leute haben sich bedankt und ich bedanke mich nochmal. Dankeschön. QB, heute kein Deutsch. Ja, ärgert mich nur. Medium Pille, danke für den Resub im dritten. Imperator, danke für den Prime 4. Abend an alle miteinander. Wünsche ich dir auch einen guten Abend. Red Eye, danke für den Resub im 5. Und Johnny Rockstar, danke für den Prime 38. Ihr seid Ärgerer. Aua. Curtis, sag meinen Namen, aber sexy bitte. Mr. Heftig Lemon. Moin, Herr Kusch und Chat, hast du schon offiziell, wie es sich gehört, Johnny und Jack die OOC-Freundschaft gekündigt wegen IC-Kappa? Ja, na klar, Bruder, was denkst du denn? Hör mal, jedes Mal, wenn ich auf meinem Teamspeak gehe und ich sehe die da chillen, gehe ich die Dings. Gehe ich die dissen. Oh, Schattenbund, dankeschön für den Gifted Zap an die Lucy. Wo ist denn die Lucy? Ist die hier? Hallo, Taggax. Tagger. Ui. Kurze RP-Pause, hat er wieder richtig Bock. Stoken, auch wenn er traurig klingt, aber... Oder was heißt traurig klingen? Aber... Du hast recht, ne? Das ist wirklich so. Das ist ganz... Ich habe das ja letztens schon gesagt. Und das sind auch immer die Sätze, die ich, wo ich mich immer wiederhole. Wenn ich so 1, 2, 3 Tage nicht im RP bin, dann habe ich richtig Bock zu zocken. Das ist echt schwer, jeden Tag versuchen, eine gewisse Qualität an Content zu bringen, auch wenn es nur RP ist, die, mit der ich mich zufrieden gebe. So. Und auch die Leute, die zuschauen... Das ist echt schwer. Was steht heute im Skript? Ich war am Samstag, wie gesagt, kurz im RP. Lucky war auch dabei. Und ich glaube, wir wollten uns eine Villa angucken gehen. Ich habe da so ein Objekt im Auge, was ich bespielen möchte gerne im RP irgendwann. Kannst du dir irgendwann mal einen Fast Reveal vorstellen? Ja, mal gucken. Ich habe das immer im Hinterkopf, aber ich mache das dann... Ich mache das dann, wenn ich darauf Bock habe, so. Ich meine, die Blase muss sowieso irgendwann mal platzen. Schwarzwasser 7.9 Edition. Boah, das wäre schon fett, ne, Unicorn. Weil wir sind zum ersten Mal oder beziehungsweise zum zweiten Mal wir können eigentlich zum zweiten Mal in unserer RP-Karriere mal das RP auch später irgendwann mal erweitern. Wir hatten ja auf Alternate diese Story mit Jeff und so, wo wir eigentlich schon aus der Grove ausziehen wollten, weil das keinen Sinn mehr gemacht hat damals. Auch wegen den ganzen Autos und so. Wir wollten ja die Grove damals verlassen. Und eine Villa kaufen und so. Was leider nicht funktioniert hat. Weil sich da der ein oder andere quergestellt hat in der Gruppe. Aber diesmal können wir das machen. Und diesmal stellt sich auch keiner quer. Ich würde das schon fühlen, wenn der Park oder die Leute aus dem Park, wir also irgendwann an den Punkt angelangt gekommen sind im RP, wo das keinen Sinn mehr macht, dass wir da irgendwie in der Southside wohnen oder so. Einfach mal das RP erweitern. Und andere Richtungen einschlagen, etc. Hat der Deutsch keinen Sprit mehr? Der hat genug Sprit, Riem. Ich könnte dich besuchen und wir könnten küssen. Wie geht's dir stets im Chat? Hab ich was verpasst die letzten beiden Tage? Ne, Tage, ich war ja gar nicht da. Hast nichts verpasst. Die Blase muss platzen, muss die. Hollywood, der P, genau. Ich lieg vor dem Reel. Mach mal Zit. Mach mal. Ach, stimmt, ne? Ist ja eh. Es gibt viele Leute, die wissen, wer ich bin und wie ich aussehe. Da wurde ja mal das ein oder andere Bild geleakt. Aber ich bin ja ein Hübscher. Muss ich echt zugeben. Hatte Mama auf jeden Fall immer gesagt. Schattenbund, wie gesagt, danke. Revenge Angel, dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Evo, dankeschön für den Resub 10. Curtis, freust dich schon, Evo, auf Schattenlands? Auf Shadowlands heute Abend. Und Tukulu, danke für den Prime 3. Guten Abend. Raus aus dem Park, rein in die Hills. Hübsch, halber OG, sagt man sich. Hübsch und bescheiden. Also bescheiden auf jeden Fall. Richtiger Kurban bist du. Hallo, was soll das heißen? Ja, du bist hübsch. Jason weiß, wer ich bin. Ach, der Kühl ist. Was ist eigentlich aus der Sache mit Effekt geworden? Habe ich da eine Entscheidung verpasst oder hast du die Zusammenarbeit abgelehnt? Skarox, da kam noch nichts. Das letzte Gespräch, was ich hatte, da ging es dann um die Grafik und dass man mir Bescheid geben wollte. Aber bisher kam da noch nichts. Ich weiß bis heute nicht, wie du aussiehst. What the fuck, was sind die Nacktbilder? Haha, es gibt keine Nudes, Junge. Ja, hab aber gerade nicht resubbed. Aber da steht resub im 10. Bruder. Lüg nicht. Hallo Edel. Edel, das wäre auch mal schön, dich öfter mal im RP wieder zu sehen, ne? Mit Opa Doni. Also habe ich mich letztes Mal gefreut, als ich dich gesehen habe. Ach stimmt. Wann war das?
Ne, das war ja schon, das war ja Freitag, das habt ihr ja selbst mitbekommen. Edel war ja wieder im MP. Aber Edel hat Kind, der ist egal, der braucht auch nicht jeden Tag kommen. Man merkt halt genau an den Leuten wie Therese und Denver und auch einen Edel, an den Leuten, die nicht jeden Tag im MP rumhängen, dass wenn die kommen, dass die richtig Bock Wallah, haben, Alter. Verändert. Das erkenne ich auch irgendwie bei mir. Schattenbund, danke für den Resub 25, mein Technikfreund. Ach, ich habe ja auch noch einen Zap hier. Die Frage ist, wie geht's dem Hund eigentlich? Ich denke mal gut. Aua. Jeder hat News vom Bomber. Come on, Pink Update. Wie geht's euch denn? Was habt ihr in die zwei Tage getrieben? Sagst du heute WoW? Ich denke nicht, wo gesagt, das werde ich nicht aushalten. Jetzt noch Permis um 0 Uhr den Release von Shadowlands und dann noch mal ein paar Stunden durchziehen. Da bin ich weg. Aber das hatte ich ja auch angekündigt, ne? WoW wäre nur so ein Zeitcheck gewesen. Scheiß drauf. Ach stimmt, Windows aktiviert. Nee. Ich dachte mir so am Samstag, yo, jetzt hast du jetzt Dodge.de, dann kannst du das System neu aufsetzen, dann musst du das Dienstag nicht machen. Habe ich keinen USB-Stick hier. Und die Festplatte, die ich dafür letztens benutzt habe, geht irgendwie nicht mehr an. Das ist einfach ein verfluchter Monat. Ich schwöre. Jetzt muss ich mir erstmal einen USB-Stick organisieren, wo das Windows und so alles drauf passt. Weil ich habe keinen. Das ist einfach so ein verfluchter Monat, Alter. Ohne Witz. Mann, EP, wenn ich das entscheide, Junge. Dafür habe ich mir das Gaming-Zimmer von Montag angeguckt. Oder angucken können. Notification Gang, was geht ab, Shorty? Das liegt am Jahr, ist so. Boah, ich bin so froh, wenn das Jahr vorbei ist, ne? Ehrlich, das ist. Ehrlich, ey, boah. Das ist ja nicht mehr übertrieben, irgendwie dramatisiert oder so. Das Jahr ist echt scheiße gewesen. Hoffentlich wird Weihnachten und Silvester nur gut. Beziehungsweise den ganzen nächsten Monat. 2021 wird bestimmt besser. Ich hoffe es. Oh, Jay, danke schön für den Gifted Sub an Jack Sony. Das sage ich dem Kristallas. Gehst hier fremd? Wer ist der? Warum schenkst du den Sub? Knutschen mit dem? Ich hab dich im Auge, Fräulein. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich nicht besser und dann noch mal Silvester verbieten wollen. Ja, aber ist doch das Richtige, oder nicht? Die Leute sollen keine Party machen gehen. Und Silvester kann man auch feiern, ohne mit 50.000 anderen Leuten in einem Raum zu chillen. Mann, ich habe letzten Silvester hab ich einen Classic WoW gerankt. Da saß ich zu Hause in der Booth und habe trotzdem schön gefeiert. Das ist der Kristallas, ja, will ich hoffen für dich. Tankai, Dankeschön für den Prime im 9. Hellstrike, guten Abend. Küsst mich alle, ich will Liebe haben. Letztes Jahr habe ich gepennt, ja. Das war eigentlich Whisky-Abend. Ja, Bumfer, sag mir Bescheid. Halber Porno im Hintergrund, da war doch kein Porno, Junge. Ich bin allzeit bereit, Bumfer. Ich freue mich auf Weihnachten, dann kann ich nicht 2,5 Wochen WoW suchen. Ach, hast du Urlaub, Burrito? Ich feiere am Silvester meinen Geburtstag mit Familie, was Besseres gibt's nicht. Ach, einfach Silvester in einer kleinen Runde feiern. 2, 3 Raketen in den Himmel knallen, Junge, das war's doch. Bisschen was trinken, nicht übertreiben. Anstoßen. Dann hat sich das doch auch schon wieder überledigt. Erledigt die Jute nach dem Stream heute? Nee. Weil ich bin echt am Überlegen, wegen den 2 Tagen Dodge morgen trotzdem zu streamen und eigentlich Mittwoch auch. Passt zwar nicht so in meinem Terminkalender, weil die IKEA-Lieferung heute kam und ich musste 2 Schränke aufbauen hier für das Setup und so. Aber. Nein, Dodge, was? Oder bist vorbei? Was? Was ist abgelehnt? Mach, wie du dich fühlst, mach's einfach Spaß voran und Bukos. Mach, wie du Bock hast. Ja, wenn ich nach dem gehe, wie ich Bock habe, ich habe immer Bock. Nur manchmal ist die Laune und alles und oder irgendwas ist passiert und alles andere ist so im Keller, dass ich mir denke, ja,
Wir wollten ja was verändern im Gegensatz zu damals. Ne? Wir wollten ja nicht übertreiben. Solange ich keinen Kuss von dir bekomme, machst du gar nichts. Hallo, Ayran. Mach morgen Mittwoch dann frei. Ich guck mal. Ich bin ganz ehrlich, das habe ich auch schon 500.000 Mal gesagt. Das habe ich auch Stay gesagt, bevor ich wieder angefangen habe zu streamen. Ich fühle mich immer richtig scheiße und richtig schuldig. Vor allem, wenn ich so ganz coole Kommentare lese wie, ja, bist du heute schon wieder nicht da. Schön und all den ganzen Rotz. Wo Leute denken, sie würden mich besitzen, weil sie mich freiwillig supporten. Ich krieg dann schlechtes Gewissen. Keine Ahnung warum, aber das ist so. Und das kriege ich auch nicht weg. Ich krieg das wirklich nicht weg. Wenn ich sowas lese, dann habe ich echt, auch wenn ich sowas nicht lese, so für mich selber. Ich habe einfach ein schlechtes Gewissen. Ne, DJ hat gestern auch zu mir gesagt, wo ich gesagt habe, oh, heute geht gar nicht. Ich habe keinen Bock, so. Das ist einfach so ein Kacktag und alles. Weil ich hier sitze und dann, ich gucke nach rechts und tut weh und so, einfach keinen Bock gehabt. Die auch gesagt, pass auf, so, nicht, dass du faul wärst. Ich bin Zapp, du gehörst mir. Ja, Neusi, du machst dich darüber lustig, aber manche denken wirklich so. Schränke, Jungs, der kommt erst in 6 Monaten wieder. Das ist mit Ich bin nicht Carlos Bumper. Ich habe so einen Schrank in eine Viertelstunde aufgebaut. Du streamst einfach 5 von 7 Tagen in der Woche, ist immer mehr. Ja, meistens, ne? Manchmal nicht. Friss nicht so viel Süßigkeiten, dann geht's dir besser. Wo fress ich Süßigkeiten, Junge? Okay, bei dem Phasmo-Stream habe ich richtig reingehauen, aber da war nichts Süßes. weißt du, Serious, das kriegst du, ich krieg das nicht aus meinem Kopf raus. Das ist drinne. Ich weiß nicht wieso, das ist einfach. Ich hab dann schlechtes Gewissen. Weil ich dann auch wirklich so denke, ich denke mir dann so, es gibt so viele Leute, die mich supporten und die das ermöglichen, dass ich so leben kann, wie ich lebe momentan halt, ne? Oder schon seit 3 Jahren und wenn die enttäuscht sind, weil ich heute wieder dodge, weil ich bin nur eine kleine Mimose, muss ich zugeben, dann mache ich irgendwas falsch. Ist halt doof. Aber ist so. Deine Streams sind momentan Highlight des Tages und lass mich kurz den Scheiß um mich herum vergessen. Aber wenn du nicht kannst, wegen Termin oder so, sonst was, okay, du bist auch nur ein Mensch. Danke. Was ist nun mit Windows? Ach, Bruder, hab ich gerade erzählt. Ich muss mir einen USB-Stick besorgen, worauf ich die ISO ziehen kann von Windows 10. Das, was ich hier am Start habe, das funktioniert nicht. So viel ist der gar nicht. Was? Jay, red gar nicht mit den Riemen. Red gar nicht mit dem Pink Update Official. Quatsch nicht mit dem. Das ist nämlich ein Internet-Troll. Den musst du ja nicht ernst nehmen. Der Riemchen. Der fährt in eine Pommes mit der Clio in eine Mine rein. Wo 300 Leute drin sind, die arbeiten. Mit so einem muss er nicht quatschen. Das ist ein ganz Verrückter. Das ist kein normaler Mensch, der hier zuguckt. Und Spaß haben möchte. Muss ich meine eigene Schwester von dem beschützen, Alter. Sind wir denn hier gelandet, Junge? Bucky, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zaps. Dankeschön. Und für 100 Bits. Pass mal auf, ich bin bald dein Schwager. Du bist geh nix, Junge. Du kannst nicht mal deinen eigenen Schwanz sehen. Bruder, ich liebe dich. Du weißt, aber halt die Schnauze bitte riemen, Alter. Halt einfach dein Maul, Junge. Chill mal, was geht ab? Benutze am besten Rufus, wenn du dir einen Bootfing USB-Stick machen willst. Gibt es auch ein Portal-Sim? Wenn du nur die ISO drauf ziehst, funktioniert das nicht. Schaut, ich mach das da über diese komische Windows-Anleitung, diese ganze Kacke da, die mit dem bootfähigen USB-Kacke-Dünns. Ich hab da letztens auch hinbekommen, als ich den PC neu bekommen hab. Mach dir keine Sorgen, aber die Festplatte funktioniert halt nicht mehr. Also muss ich mir eine Alternative suchen. Curtis, wo bekomme ich den Hogwarts-Soundeffekt her? Schreib mal den Denver an, der hat den momentan auf der Platte. Weil der da wieder irgendein neues Lied am Basteln ist.
Der Junge hört Volksmusik und ist auch sehr, sonst sehr merkwürdig. Ich hatte die Oma recht. Ich hoffe, du meinst nicht mich, sondern den Riemen. Media Creation Tour, genau, Bacardi, danke. Das meinte ich. Auf Discord, ja, klar, warum nicht auf Discord? Da erreichst du den Demba. Der ist aber gerade beim Football-Training. Den wirst du jetzt nicht erreichen. Woher, warum weiß ich das, Alter? Warum höre ich dem überhaupt zu? Ach, hallo, Doktor. Football-Training? Corona? Was? Wie Corona? Was für ein Corona? Machen wir eigentlich mal eine Watch-Party? Hier können wir machen, Bumpfer. Aber ich bin kein Fan davon. Wenn man da Leute ausschließt, die kein Prime haben. Finde ich nicht cool. Zoom-Meeting, Training online. Dämmer, bist du nicht beim Training? Hast du nicht gesagt 7:30? Oder hast du mich angelogen, du dreckigen? Ballabong, Dankeschön für die Prime 7. Oder Bailbong. Hallo Chaos, guten Abend. Es gibt jemanden, der kein Prime hat? Ja, ich habe zum Beispiel kein Prime, ich nutze das von meinem älteren Bruder. Ich selber habe kein Prime. Ich bestelle so wie gut wie nichts bei Amazon. Sollen die sich den kostenlosen Monat holen? Ja, klar. Und dann vergessen einige dazu deabonnieren, Bomb, und dann müssen die Geld zahlen. Und ich bin schuld daran, ne? Hau ab. Was ist Prime, Bacardi? Du weißt genau, was das ist. Also hast du Prime? Nein. Das ist ja nicht mein Prime-Account. Meinst du, warum ich so auf Schmetterlinge abgehe? Ich habe auch keins. Wofür denn auch? Sagt der heute Rede, Kiffin? Nee, Toni, der hat da seinen Computer und alles verkauft. Der spielt nicht mehr. Ich bin Student und meine Schwester benutzt. Meinst du ja genau? Chernes Kernium. Finoin, Dankeschön für den Prime 2. Und King Abim, Dankeschön für den Prime 22. Kein Loot für Games. Ich habe so halbes Prime, ich kann zappen, aber sonst nichts. Kein Loot für Games. Kriegst du nicht einmal Spiele und so? Meine Nase ist schon wieder zu hoch. Meine Nase! Ich hab keine Ahnung. Ja, aber es ist halt die Klappe im Moment. Warum hab ich den Kack-Sound überhaupt? Ich hab auch eigentlich kein Netflix, aber Bruder schnurren geht immer. Ich hab auch keinen eigenen Netflix-Account, ich schnurre bei einem Kumpel von mir. Der hat da so ein Family-Paket oder was weiß ich, was das ist. Schon bestimmt seit 2 Jahren mache ich das. Ich muss noch einen suchen, der Disney Plus hat. Das kann man nämlich ausscheren. Ich hab noch trinken. Dank Jay. Butler Jay. Ich schnurre alles Amazon, Netflix, Disney Plus. Ja, warum denn noch nicht? Schwerbomfer, du hast Disney Plus? Geh mal rüber, das Ding, Alter. Schernes Kern, Junge. Hab sogar 2 Accounts. Ja. Ich will nichts mit illegalen, kriminellen Aktivitäten zu tun haben, du. Du alten Darknet-User, du. Wo auch immer du dich rumtreibst im Internet. Ich meine, wenn man schon selber vor der Kamera hängt mit so einem Lederkostüm, dann will ich gar nicht wissen, was du für einen Fetisch hast. Wird übrigens mal wieder Zeitbomber für so einen Horrorstream, ne? Ich hab Disney Plus, du hast gar kein Disney Plus, Jay. Lüg nicht. Sonst wüsste ich das. Ja, du kannst mit 4 oder 5 Leuten kannst du Disney Plus sharen, ohne Probleme. Ich bin kein Hund, bin selber ein Hund. Arschloch. Was ist denn mit der Mucke jetzt schon wieder hier los? Seebumfer auch wieder im Latexanzug, ich auch. Mosexio, Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen, Habibi. Merci, Mucke ist doch. Ich habe letztes Mal, glaube ich, bei Stay gelesen, es gibt auf Spotify so eine Lo-Fi-Playlist. Die ist copyright-free. Ich muss mir die besorgen.
Aber nicht in Latex, muss was Neues her. Ja, dann muss er den Robin anschreiben, der besorgt dir ein anderes Kostüm. Wenn er dich noch lieb hat. Aber ich glaube, der hat dich gebannt, ne? Aber eigentlich das Wort edel, sagt Bomfer. Wenn, dann Latex only. Wallah, du hast dich verändert. Nein, hab ich nicht, Weezy. Und danke für den Restart im 31. Ich grüße alle Menschen in Bomfer. Weezy, was ist mit Shadowlands da? Bin zockst du oder was? Aber ich warte mal, ich glaube, der Jack streamt. Der Jack wird auf jeden Fall heute Abend WoW zocken. Für die Leute, die dann Bock haben auf The World of Warcraft Pommes, ich hoffe, dass der streamt, dann hoste ich den einfach. Der Server wird wahrscheinlich heute Abend eh leer sein, weil alle WoW zocken. Ich glaube, sogar Walle zockt, oder? Hat der nicht da irgendwas von erzählt? Ich glaube, der zockt zum ersten Mal heute. Soweit ich weiß, sogar mit dem Tai zusammen. Ist heute Shadowlands? Ja, heute Abend ist Release. 0 Uhr. Ganze Server gleich einfach nur 5 Leute drauf. So ab 10, 11 Uhr. Weil die sich alle vorher schon einloggen. Wie sieht's da bei Watch Party aus mit Filmmusik und den DMCA-Kack? Es gibt da keinen DMCA-Farmer, weil du den Film quasi nicht streamst. Du guckst dir den auf deinem Computer an, ohne den im Stream zu zeigen, und die Leute können einfach so wie Watch Together, können einfach über einen Link da joinen. Du streamst den Film nicht selber, den hört man nur bei dir im Stream nicht. Das ist so ein gesondertes Fenster dann. Leon, danke für den Restart im 17. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall streamt man den Film nicht. OG leckt jetzt schon. Freust du dich schon, Frau Styli? Hallo, Peter Klause. Hihi. Ja, das war Riemchen, der schreibt. Ich gehe gleich schlafen, muss morgen Arbeit, okay. Ich habe erst gedacht, als ich gelesen habe, ich gehe gleich schlafen, hatte dich auf heute Nacht vorbereitet. Das war der Jack. Der kam vorhin im Teamspeak so, ich glaube vor einer Stunde ungefähr, und meinte, ja, ich gehe jetzt gleich nochmal 2 Stunden schlafen, damit ich die ganze Nacht durchballern kann. Diese ganzen Verrückten. Jeder schaut den für sich selber halt, genau. Das geht euch so, Rax. Und Merz, Dankeschön für den Gifte-Zap an die Stephanie. Basic, eigentlich, also die letzten Addons und so sind vernünftig. Die liefen vernünftig, also dieser Übergang von Addon zu Addon. Wallah, du hast dich verändert. Was ist aus dem Treffen mit dem Waffenhändler geworden am Samstag? War nicht da, Van Matterhorn. Ich war kurz da, ich habe den Schlüssel den Cody gegeben und habe von Cody die Info bekommen, dass wir bis zum 5.12. eine Liste machen sollen von dem, was wir bestellen. Der Waffenhändler ist am Real Life am Heiraten. Der ist erst in 2 Wochen wieder da. Also hat keiner großartig was verpasst, um das nochmal zu wiederholen. Aber Power Level bringt dir sowieso nichts, wenn man Mittisch Plus erst Mittwoch nach Service das machen kann. Ja, aber du kennst ja, ganz viele wollen die Twinks mit hochziehen und so. Guten Tag, Meister Dodger, was geht, Hamadini? Hallo, No Name. Aber kann auch sein, dass heute Abend gar nichts funktioniert in der WoW-Pommes. Six World First. Was geht ab, Kölsch? Guten Abend. Wir gehen jetzt gleich schon in die Pommes, ne? Noch eine Duftkerze, dann geht's ab. Ich bin Arbeit, und wie geht's deinem Gemüt, lieber Güldis? Alles gut, ich hoffe bei dir auch, Hamadini. Hoffe, du liegst. Der echte Schwabe, Ruhe, Kakiadi. Hast du zufällig noch den Link von dem Kabel für die Tastatur? Boah, Bruder.
Nee, aber ich hab die auf Twitter geliked, warte. Ich hab den aus Amerika bestellt, ne, du nur bitte Bescheid weißt. Die Seite heißt Matrix Keyboards. Und da gibt's mit dem Kabel, die bleiben aber beim Zoll kleben, weshalb auch immer. Ich hoffe, du hast das gehört, Marv. Matrix Keyboards. Hallo Paco. Hallo Kaida. Nix geht chillen. Verbrechen rächen. Bomber, wann TS kommt, Pommes? Weezy, du bist doch nie im TS, Alter. Du hast doch neue Freunde gefunden. Welcher Gestank von Kerze? Das ist Rückenhaar mit Käsefuß. Von Ikea. Die sind ganz neu. Keiner, Dankeschön für 30 Bits. Und Yoshi, danke für den Resub im 4. Kürtis, hast du Discord gesehen? Habe ich die Plays geschickt? Nee, ich bin Discord nie online, wenn ich stream. Ich guck mir das nachher an, Bumfer. Und ich checke raus, ob die wirklich dingsfrei ist. Copyright-free-Dingsbums. Alles klar, Fletcher. Viel Spaß auf Arbeit. Muss ich mir mal holen. Klingt geil. Geil, den habe ich ja auch. Was hast du? Den Kabel? Ach so, die Kerze. Eselhaare mit Hobbitfüßen, Nagelduft. Boah, die sind auch gut. Aber die waren mir zu teuer. Ich weiß auch nicht, was mit dem Mokoid los ist, Alter. Oh, Twitch-Polizei Erik. Dankeschön für den Resub mit Prime 29. Du bist ja auch mal wieder da oder bist du die ganze Zeit am Lurken? Junge, was ist mit der Mucke? Geht doch. Hallo, Opa Wille Wunka. Bin am Lurken, okay? David, danke für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Wir gehen jetzt gleich in die Pommes. Ich weiß gar nicht, ob der Lucky heute da ist. Ich hoffe. Immer abends über PS4. Wer von euch hat sich denn schon eine PlayStation 5 besorgt? Oder wird sich eine besorgen? Junge, der Erik, auch seit 50 Jahren nichts mehr gehört. Das ist der Bumper, sag ich ja. Ich weiß genau, wer der Erik ist. Ich hab die neue Xbox, kein Geld. Ja, hättest du mal gestern beim Monte sein Giveaway mitgemacht? War das gestern? Der hat doch eine verlost. Die haben viele Probleme, die Konsolen. Ehrlich? Wozu PS5? PC ist viel besser. Meine Rede. Aber es gibt ja Leute, die oft zocken auf beides. Beiden. Ich bin auch nicht so der Konsolenspieler, überhaupt nicht. Ich hatte mal eine PlayStation 4, die habe ich nur für Netflix und so benutzt. Mein Staubsauger ist leiser als die PS5. Gibt Spulenfiepen? Ach du Scheiße. Keine Rückenschmerz vom PC schieben, boah, fühle ich auch, ne? Ich hab zwar einen Stuhl von Maxnomic und der ist auch echt fett, Alter. Aber irgendwie habe ich Bock auf was anderes. Boah, am liebsten würde ich mir so einen Cocktailsessel oder sowas holen. Wallah, oder so. Verändert. Nein, hab ich nicht, Bruder. So, oder so halbe Couch oder sowas, Alter. Irgendwas ganz Chilliges, Mann. Affe mit Waffe, danke für den Resub im 5. Stufe 2 sogar. Vielen lieben Dank. Und blabla, Dankeschön für Luis am 7. Moin! Junge, am besten mit Massage, Lüftung, Getränkespender, ja, Mann, Alter. Oder diese, boah, wie heißen die Stühle? Ach, dieser, der Pajo hat sich letztens auch eingekauft, was heißt letztens, vor ein paar Monaten. Wie heißen diese übertrieben teuren Stühle?
Jetzt nicht für Gaming, sondern allgemein für Büro. Herman Miller oder so? Aber da kostet ein Stuhl 1500 Euro, Alter. Oder ja, ja, genau, Herman Miller. Oder sogar noch mehr, Alter. Das ist richtig teuer. Aber wahrscheinlich auch richtig gut. Und vor allem sehen die auch richtig fett aus, Mann. So, Happy Pimmels. Nobitschair und so, ja. Holt dem Gymnastikball, auch nicht schlecht. Wallah, du hast dich verändert, seitdem dein Mundus nicht aktiviert ist. Ruhe. So, Steam ist an. Raja MP. Ich hatte vorhin Cheat Engine an. Hoffentlich kriege ich keinen Ärger von Mr. Hydrum. Wie teuer war deine Matratze, wenn man fragen darf? Hast du so nur 14 Blitzen oder was krasses? Boah, das ist ganz weird, dass du das jetzt ansprichst, weil ich habe mir vor, ich glaube, 2 Wochen eine Matratze bestellt von, was weiß ich, schlag mich tot, Alter. Eine bessere. Die ist aber auch noch nicht angekommen. Oh, Memo ruft an. Oh, oh. Memo, ich bin am Stream und ich habe dich auf Lautsprecher, also achte darauf, was du sagst. Okay, danke schön. Warte. Was geht, Bruder? Ja. Ich bin arbeiten, Bruder. Wir machen auch eine Überstunde. Ich bin erst so gegen 21.30 Uhr daheim. Okay. Was macht ihr? Just chatting? Ich geh jetzt in die Pommes rein. Okay, viel Spaß. Ja, Mann. Hast du genug mit den Leuten gequatscht? Ja, ja. Die hören dich auch gerade. Ich soll dir schöne Grüße bestellen von Kidboy. Okay, geht's klar. Ich muss auflegen. Halt, ciao. Ja, ja, kommt Chef, ne? Ciao. Hau rein. Memo irgendwo im Lager, Alter, am Telefonieren erstmal. Yeah, yeah, ging, ging. Mm-mm-mm.